Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und wenn ihr wissen wollt, was ich heute Tolles bastle, für eine Fackel nämlich, die Elektrik, dann bleibt dabei. So Leute, es geht los. Wieder das obligatorische Anziehen der Einweghandschuhe, weil wir jetzt mit Silikon matschen müssen. Dazu haben wir uns wieder ein Gefäß bereitgestellt. Ein Touchlicht, einfach im Baumarkt gekauft. Und dann wieder diese Halbkugeln aus Kunststoff, die ihr schon gesehen habt in meinem Feuerball-Video. Jetzt gucken wir mal, die Größe passt. Das könnte schon ein bisschen zu groß sein. Naja gut, schauen wir mal. Wir machen mal aus beiden eine. So, habe ich wieder diese zwei Unterdinger, damit man dann quasi später dann diese Hälften hier reinsetzen können zum Trocknen. So, dann gehen wir wieder hin. Ich hoffe, dass die Farbe auch gleich rauskommt. So, Silikon ab. Warte. So, dann machen wir erstmal wieder einen guten Klatsch rein. So. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten müssen wir gleich noch ein bisschen was nachmachen. So, dann nehmen wir wieder die Farbe. Natürlich wieder mit rauskommt. Wenn ich wieder das Ding trocknen lassen habe, weil aber auch nicht schlimm ist, dann nehmen wir halt einfach so ein bisschen. Ja. Dann halt ein bisschen mehr, aber das ist auch nicht schlimm. So, das Ganze wieder gut umrühren, dass das auch die Farbe annimmt, die es soll. In diesem Fall halt wieder rot. Und halt für eine Fackel werden soll, quasi die Beleuchtung, aber das habe ich ja schon erwähnt. So, dann gehen wir hin. Wir fangen erstmal mit dem kleineren an. Ach, ich habe was vergessen, Leute. Der gute Barnabas hat mir doch noch einen Tipp gegeben. Ich soll doch ein bisschen Wasser damit zugeben. Das wird das Ganze ja aktivieren. So, dann probieren wir mal. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel Wasser, weil ich da reingeschüttet habe. Versuchen wir einfach mal. Versuch mal klug. So. So, wer sagt, soll das ja dann quasi schneller trocknen. Ja. So, Micha, dann versuche ich mal, was du mir da erzählt hast. Bin mal gespannt. So. Auf jeden Fall merke ich schon, dass es geschmeidiger zu verarbeiten ist. Das ist schon mal gut. Gefällt mir. So. Ganze so halbwegs vernünftig Dicke hat. Da müssen wir dann jetzt nicht so sehr auf die Dicke achten. Kann ruhig ein bisschen dicker sein, so ein paar Millimeter mehr. Weil das kommt ja quasi über das Touchlicht drüber. So, ne, wie gesagt, kommt dann quasi so drauf. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Wir machen jetzt einfach mal zwei Größen. Ich glaube, das könnte für die zweite Kugel nicht mehr reichen. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was nachlegen. Ups. Ja, du bist schon leer. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Farbe nach. Was haben wir noch drin in der Ecke? Das sollte, denke ich, mal reichen. So. Man hört es auf jeden Fall schon mal matschen. Das scheint ja schon mal gut zu sein. Ich hoffe nur, dass die Farbe dann nicht zu hell wird. Und die sieht irgendwie schon so ein bisschen pink jetzt aus. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen mehr Farbe da reintun sollen. Ja, jetzt lässt es sich ziemlich. Ja, mal schauen. Ich wollte doch schon ein bisschen zu viel lassen. Naja, ist ja mein erster Versuch. Den Tipp wollte ich ja direkt dann halt mal ausprobieren. So. Aber wie gesagt,
scheinen auf jeden Fall geschmeidiger zu sein. Auf den ersten. So Leute, es geht weiter. Ich hoffe, die Dinger sind jetzt trocken. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Eins. Und Nummer 2. Auf Seite. So, dann habt ihr die zwei. Mal gucken. So. Ich glaube, wir nehmen sogar etwas größer. Passt gut. So. Gehen wir hin. Nehmen wir eins von den Dingern. So. Erstmal nicht, vielleicht für ein neues Projekt. So, brauchen wir erstmal so ein bisschen Silikon. Nicht zu viel. So, ein bisschen Farbe. Wirklich noch mal so ein bisschen Farbe nehmen. Das wieder verrühren. Wasser dazu. Hoffentlich nicht zu viel gewesen. So. Und dann gehen wir hin und schmieren quasi, ich hoffe, das kann man gut sehen, so die Ränder ein bisschen, auch ein bisschen hier auf das Ding drauf, damit das so ein bisschen hält. Gucken, dass das so halbwegs mittig ist. Das verschiebt sich durch den Druck immer so ein bisschen. Man müsste dann halt ein bisschen gucken. Aber da kriegt er schon hin. So. Ja, ihr seht, geht ziemlich schnell. So. So. Das ist jetzt soweit drinnen. Das lassen wir jetzt dann erstmal wieder trocknen. Und dann machen wir weiter. Dann sehen wir uns, wenn es trocken ist. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Ja, klappt gut. So, dann geben wir dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Farbe, dass das auch ein bisschen aussieht, als wenn das am Brennen ist. Und dann schauen wir einfach mal weiter. So. Dann machen wir hier so einen kleinen Klecks. Dann noch einen kleinen Klecks. Nicht viel. Aber das ist ja nicht groß. Heute arbeiten wir ein bisschen noch immer mit zwei Farben. Noch zusätzlich zu dem Rot. Schauen wir mal, wie es aussieht. So. Fangen wir erstmal hier wieder mit an. Erstmal wieder so ein bisschen drüber schmieren. Hätte jetzt auch noch mit Rot noch das machen können und dann später dann, aber ich will mal was Neues ausprobieren. Mal schauen, wie es wird. Auch schon mal verrühren. Vielleicht mischen wir auch mal beides. Mal gucken. Orange und Gelb. Vielleicht bekommen wir ja einen schönen neuen Effekt hin. Habe ich noch nicht ausprobiert. Schauen wir mal. Vielleicht wird es auch nichts, aber versuchen wir mal wieder klug. Ne? Immer mal den Mut haben, was Neues auszuprobieren. So, tun wir noch ein bisschen Gelb mit drüber. Viel einmal umverteilen. So, und dann fangen wir wieder an. Ihr habt ja schon vom Feuerball kennt. Kann man mit dem Finger machen. Ich mache es jetzt aber auch hier mal mit dem Holzteil, da geht es auch mit. Aber wie gesagt, Leute, immer Handschuhe tragen, ihr versaut euch immer die Finger.
Also grundsätzlich. So. Immer so lange machen, bis ihr zufrieden seid. Und dann ist das eigentlich schon schick und muss eigentlich schon mal trocknen. Ne? So, ich hoffe, das kann man so gut sehen. Das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Und dann sehen wir uns wieder. Leute, es ist vollbracht. Es ist trocken. Somit habt ihr aus einem, naja, 8 Euro teuren Touchlicht und ein bisschen Silikon die Elektrik für eine Fackel gemacht. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie man die Fackel dazu baut. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine oder andere Idee, was ihr aus dem Teil noch anderes machen könnt oder wo ihr es verbauen könntet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.